Scheiß eigentlich. So fährt er eigentlich immer gut. Nee. Du machst Video? Video. Na, wir sind am Platz, ja. Wenn, ob du ein Zelt willst, kann ich denn dein Band haben? Ja, weil das brauchst du auch nicht anmachen, das gibt er dir so. Ne? Gut, dann weiß ich Bescheid. Wann kommst du denn ungefähr? Ja, bei Lidl, genau. Ja. Genau. Was wäre denn? Da stand keine Bohnen. Ne? Hier muss ich anstoßen. Anstoßen, ich hab weiße Wahl, weil ich fahr. Nee, Passi kommt gleich, halbe Stunde. Ich fahr auch mit der Hand über den Arsch. Nein, Scherz, Mann. Hau rein, einmal hum. War klar. Ohne Lenkung. Geht? Ja, mach ich. Hey, das ist das erste Mal, was ich kenne, was geht. So, Jungs, haut rein. Mach keine Blödsinn. Und mit 75 PS nicht so schnell fahren. 90, okay, dann erstmal, ne? 90, Meister. Okay, 90. Oh, weiß ich, war ein Trick, Kumpel. Wo ist er da? Habt ihr auch Atzenbrillen? Ne, nee, so was haben wir nicht. Wir sind ganz normal Atzen. Wo steht ihr denn? Warte, hier links und dann das dritte oder vierte, weiß ich nicht, auf der rechten Seite. Und wir stehen da vorne, wo der Jetta steht. Alles klar, dann weiß ich, wo der Jetta steht. Wir sehen uns bestimmt noch. Dann komm ich nachher vorbei mit dem Alkohol und dann laufen wir. Trinken wir ein. Kein Problem. Ich meine, normale Leute. Wie man normale Leute sagt. Das war Gerwin. Die sind gerade vom TÜV wieder zurück. Was macht er beim TÜV? War mit Opel da gegen Fahrwerk. Ist der mit einem Scirocco oder? Ja. Er hat gestern neu lackiert. Das macht jetzt erstmal, dass wir kommen so spät. Eigentlich wollte er mit uns machen. Wie ist das mit Rost bei dem hier? Hat er nicht. Hat er nicht. Kannst du dir gleich mal den TÜV-Bericht angucken, steht nichts drin. Aber war es jetzt hin? Ja, letztes Jahr, ne? So. Jetzt kann man ja von vorne. Aber lass ihn, ich kann doch da reinfahren. Macht er auch, warte, verdrückt jetzt. Thank you.
Fall.